Platz, der braucht freien Platz, der von anderen behindert oder gesteuert von seinen Entwicklern. Nämlich die Straße mit einem Unterschied. Ein Modell oder ein Original letztendlich, was sehr viel auch für die Bergversorgung, für die Bergrettung und so weiter eingesetzt wird, ist also ein Original, was ich also ein nicht das Modell jetzt, sondern das Original, was sich da also in diesem Bereich auch unheimlich bewährt hat. Zuverlässig. Du brauchst du mal genau.
einen Just 500 wurde 1970 spektakulär geworden. Auf Basis einer Militärversion OH6 vorgestellt und hat viele Verbesserungen erhalten. Stärkere Turbinen, ein geänderes Leitwerk und einen Fünfplan-Hauptrotor. Daraus ist ja dann letztendlich auch die McDonnell Douglas Juice-Serie weiterentwickelt worden. Der Hubschrauber kann im Original mit Pilot insgesamt 5 Personen aufnehmen. Und das Modell wird klassischerweise, wie es früher ganz normal üblich war, von einem Benzinmotor angetrieben, ein 23-17 mm Benzinmotor, so wie es beispielsweise aus der Kettensäge oder Rasentrümmer oder anderen Blattgeräten kennen. Ich habe auch gerade gesehen, wie er mit einer Anlassschnur hier den Motor sozusagen angezogen hat und jetzt auf dieser Hubschrauber geht auf die Drehzahl, der Motor wird lauter und bringt das Modell auf Drehzahl. Und jetzt wieder in der Luft. Auch hier ist dann ein Modell des 5 AS-350-2. Wie gesagt, Rotordurchmesser 1,68 m, also wie gesagt 1,70 m knapp. Und natürlich auch eine Größe, die früher Standard war und die heute leider aufgrund immer größer werdender Konkurrenzen etwas in den Hintergrund gerückt ist, aber natürlich nach wie vor wunderschön anzusehen. Und vielleicht stressfreier und vielleicht mit mehr Spaß zu betreiben ist, wie das ein oder andere große Modell. Bauzeit ca. 200 Stunden und der Erstflug war am 22. April 2007. Also das Modell ist jetzt nahezu 5 Jahre alt. Und hier die Gesamtmodelle für das abwechslungsreiche Flugzeug. Ja, die nächsten Starter, die ich dann auch schon mal in die Vorbereitung bringen möchte, ist der Sternfischer, der Roland-Hausmann, der Ernst-Aulbach und der Uli Brinken. Patrick Bernhard, Jörg Buchtuber und dann noch der Thomas Buchheim. Damit zu einer ordentlichen Reihenfolge, sodass durchgehen total. Ja, aber zunächst Applaus und danke, Lothar Pocher. Ebenfalls Hintertor,
Ich vermute 10 oder 15 bis 17 Liter Zweitakter, der mit Methanol ungemischt betrieben wird. Sehr gern gesehener Gast auf Veranstaltungen, die wir hier aufbauen. Aber vielleicht auch mal ein wenig die Werbetrommel gerührt für eine weitere Veranstaltung des BMLV in vier Wochen, nämlich im nördlichen Bayern in Franken. Ja, das ist mein Bild. Aus, müsste jetzt hier der Jugendarbeit. Und jetzt werde ich Ihnen erzählen, wer dran ist. Vor allem auch vom Kaffee und Kuchen. Es ist selbstgebackener Kuchen, das sieht die Frau nach ganz stolz, ihren Kuchen zu präsentieren. Und wir freuen uns, wenn wir diese gespendeten Dinge dann letztendlich, naja, sagen wir es mal so. Jedes Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee ist für mich wieder die Baustein gewesen. Und da müssen wir noch einiges reinstecken. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie da sind, weil nur so können wir das letztendlich dann das Ganze noch stellen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß bei uns heute. Und vergessen Sie nicht, sprechen Sie die Leute an. Ich würde Sie gerne nicht ansprechen, wenn ich nachher wenn das Mikro abgegeben habe. Wenn Sie Fragen haben, den Verein. Und mit einer Kontrolle hat. Und